Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz vor 8. Ich bin heute sowas von mir. Ich war auf der Comic-Con. Ich war eigentlich nur spontan da, aber das war richtig, richtig cool. Die Convention war nicht so riesig groß, das waren glaube ich nur zwei Hallen. Aber ich persönlich fand das ganz cool. Wow, und James Masters war da. Das ist der, der damals bei Buffy Spike gespielt hat. Wenn du Buffy nicht kennst, dann tust du mir leid. Und Devin Murray, der damals bei Harry Potter mitgespielt hat. Ich glaube, dass die Comic-Con jetzt das erste Mal hier in Berlin war. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Sonst kenne ich die nur von Videos aus Amerika und da sind irgendwie immer die übertriebenen Stars aus allen Serien. Zum Beispiel weiß ich, dass da der komplette Teen Wolf Cast ist. Once Upon a Time Darsteller sind, glaube ich, auch alle da. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, ich würde töten, um einmal da hinzugehen. Stellt euch vor, ich auf der Comic-Con in San Diego. 5 Meter von mir entfernt, Dylan O'Brien. Ich... Ansonsten fand ich die Convention eigentlich so, wie viele andere Conventions auch sind. Es gab halt einen riesigen Raum, wo es super viel Merch gab und ich bin mit der Intention reingegangen, mein komplettes Geld dort auszugeben. Im Endeffekt habe ich diesen mega coolen Pullover von Kurono bekommen, ein Autogramm für Mick geholt und das war's. Egal, mir hat es auf jeden Fall sau Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar Leute von euch da getroffen, das war mega cool. Ja, und auf jeden Fall mein Traum für die Zukunft, einmal zur Comic-Con in Amerika zu gehen und Dylan O'Brien da zu treffen. So, als nächstes wollte ich euch eine kleine Story erzählen, die mir letztens passiert ist. Und zwar wohnen wir ja direkt in der Innenstadt und hier ist es schwierig, den Hund ohne Leine laufen zu lassen. Deswegen fahre ich immer ein Stückchen raus in den Wald, damit Ivy sich ein bisschen austoben kann und sie auch mal andere Hunde trifft. Auf jeden Fall bin ich dann da, spiele ein bisschen mit ihr, renne relativ viel und auf einmal kommt eine Frau diesen Weg entlang. Normalerweise ist es mittlerweile so, dass ich sie ganz gut mit ihrer Aufmerksamkeit bei mir halten kann. Diese Frau war relativ weit weg, aber sie hat von dort hinten gerufen: Hey, ist das ihr Auto, was da steht? Was Ivy natürlich total getriggert hat. Sie ist sofort auf diese Frau zugerannt. Ich dachte, oh mein Gott, scheiße. Du weißt ja immer nicht, wie diese Person darauf reagiert. Ich hatte sie halt nicht an der Leine. Es war genau die falsche Person. Die Frau hat total aufgeschrien und hat gesagt: Nehmen Sie Ihren Hund weg und wenn ich Sie noch einmal mit dem Auto sehe, dann schalte ich Sie an. Wow, ich schwöre euch, ich hatte so eine Panik in dem Moment. Naja, auf jeden Fall bin ich dann hin, habe Ivy erstmal an die Leine genommen und dann versucht, sie und danach diese Frau zu beruhigen. In so einer Situation gegen anzudiskutieren wäre wahrscheinlich das Blödeste gewesen, was ich hätte machen können. Also habe ich mich von meiner charmantesten Seite gezeigt und allem zugestimmt, was sie gesagt hat. Ich wohne schon seit 1972 hier und wir hatten jedes Mal Ärger, wenn wir unser Auto dahingestellt haben. Weg! Oh was, haben sie dann keine eigenen Parkplätze zur Verfügung? Ja, dann kann ich natürlich verstehen, dass sie das wütend macht. Und warum läuft ihr Hund hier frei rum? Das geht ja gar nicht. Ja, da haben sie wahrscheinlich auch recht. Aber wissen sie, sie ist noch so klein und sie braucht ein bisschen Auslauf. Ja, ja, ihr Hund ist ja auch süß. Aber wissen sie, hier sind dauernd Leute vom Ordnungsamt. Da müssen sie aufpassen. Oh, vielen Dank, dass sie mir diesen Tipp gegeben haben. Ja, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal darauf achten. Ungefähr so ist das Gespräch verlaufen. Was hättet ihr in meiner Situation getan? Ich glaube, wenn ich noch mehr geschleimt hätte, dann hätte ich direkt losgekotzt. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich mit einem blauen Auge davon gekommen bin. Und das Letzte, worüber ich heute reden wollte, ist meine krasse Handysucht. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich vor jetzt ungefähr 2 Wochen mein Handy verloren habe. Seitdem habe ich ein Ersatzhandy. Aber ja, dieses Handy funktioniert so. Das heißt, es hängt sich dauernd auf, es stürzt. Ich merke jetzt, wie krass mich das beeinflusst. Wie oft ich das Handy in der Hand habe und wie oft es mich aufregt, dass einzelne Sachen nicht funktionieren. Ich meine, okay, ich arbeite auch damit, es gehört zu meinem Job dazu. Aber es wäre auch gelogen zu sagen, dass ich es in meiner Freizeit wenig benutze und wow, wow, dieses Ding kann meine Stimmung wirklich von hier nach da reißen. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt. Eigentlich wollte ich noch damit warten, aber es geht einfach nicht. Und ich zähle wirklich die Tage, bis ich das neue Handy habe und wieder alles so funktioniert, wie ich es gewohnt bin. Ich bin letztens fast gegen eine Straßenlaterne gelaufen, weil ich auf mein Handy gestarrt habe. Wie Klischee ist das bitte? Habe ich ein Problem? Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Wir sind eine ehrliche Fungo-Familie. Ich möchte jetzt mal von dir wissen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie handysüchtig bist du? Schreib mir das in die Kommentare. Ich selber, ohne Scheiß, würde mich locker auf eine 8 schätzen. Ja, gut, dann gibt's gar nicht mehr so viel zu sagen heute. Das sind die 3 Gewinner der Horrorkissen-Alben. Herzlichen Glückwunsch an euch. Schreibt mir bitte eine E-Mail mit eurer Adresse an orga@costaskin.de. Dann schicke ich euch die Alben zu. Ich vertraue euch jetzt, Fungus. Ich vertraue jetzt darauf, dass keine Spastis unter euch sind, die mir jetzt 1000 Spam-Mails schickt, sondern sich wirklich nur die 3 Gewinner melden. Vielen Dank dafür. Gut, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.